Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge von Let's Play Against Rome 2 Total War. Die lange Kampagne hoffentlich noch mit dem Günner und dem Pilo, genau. Und der Pilo hat ja schon in der letzten Folge ganz herausragende Siege gefeiert, ist immer noch in seiner Runde drin und hat jetzt hier die Nachricht bekommen. Militärtradition. Die Erben Phöniziens. Die mutigen Männer dieser Armee haben schon viele Siege erlebt. Ihre Courage im Angesicht des Feindes ist noch herausragender als ihr Können im Umgang mit Waffen. Ja, und Lepkis ist damit auch unser. Müssen wir schauen, Lepkis ist aber leider nicht so happy. Deshalb müssen wir schauen, geweihten Boden hat Lepkis eigentlich schon. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich was für die öffentliche Ordnung tun. Wo geht die denn am meisten hoch? Beim Schrein der Tanit. Plus 4 auf öffentliche Ordnung. Oder hier Schrein des Baal Hamon. Habe ich noch ein bisschen andere Sachen. Und verbreitet auch die Kultur. Das könnte natürlich besonders nützlich sein. Machen wir vielleicht mal Schrein des Baal Hamon. Ja, wobei wir haben ja, das ist ja in Karthago. Ich bin doof. Das ist ja, das hier ist Lepkis. Dort können wir erstmal die Stadt erweitern und jetzt können wir was bauen. Und da wäre ich für, ja, eigentlich auch nochmal für geweihten Boden, ne? Ist das schlecht, wenn man in einer Provinz mehrfach einen Tempel hat? Also du kannst ruhig 2 Tempel pro Provinz bauen, das macht eigentlich nichts. In der Regel ist es eher sogar gut, wenn man mehr als einen Tempel hat, weil die natürlich zum einen die kulturelle Konversionsrate erhöhen, ne? Also du kriegst halt mehr... Kultur dadurch, die wird halt verbreitet. Könnte für Karthago halt interessant sein, gerade in Spanien. Und das lohnt sich sicherlich für dich. Und Petra ist gewachsen, sehe ich gerade. Jetzt kann ich meinen General hier nochmal upgraden. Und zwar kann ich ihm hier auch nochmal eins auf Kommandanten geben. Wunderbar. Und schau mal eben meine Armeen durch, ob ich die upgraden kann. Bin ja jetzt wirklich ein bisschen beunruhigt angesichts dessen, dass die Römer mir den Krieg erklärt haben. So, und das ist die Armee hier, die ich verbessern kann. Ich kann meiner Armee eine Tradition geben. Streitkraftdetails. Ein Emblem kann ich auswählen. Entweder ein Halbmond oder ein Halbmond mit Zacken drin. Na, da nehme ich lieber das erste Emblem. Und jetzt kann ich mir was aussuchen. Also, plus 3 Waffenschaden für alle Geschosseinheiten, plus 4 Schüsse pro Minute für alle Belagerungswaffen, plus 3 Waffenschaden für alle Nahkampfeinheiten, also Prozent natürlich immer, ermöglicht den Bau mittlerer Belagerungsmaschinen oder treue Verteidiger. Plus 1 Barrikade, Schwefelgruben, Feuerbälle, Krähenfüße. Uiuiui. Nehmen wir mal eindrucksvolle Kämpfer, plus 3% Waffenschaden für alle Nahkampfeinheiten. So, wunderbar. Das hätten wir erledigt. Und jetzt haben wir noch eine kleine Seeschlacht zu schlagen, wenn ich mich recht entsinne. Hau rein. Ach, naja, das geht diese Runde, glaube ich, noch. Aber die kann ich auch automatisch entscheiden, ehrlich gesagt, weil ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 super Schiffe. Und das feindliche Schiff habe ich ja vorhin auf 4 Mann dezimiert und es brennt noch. Nice. Also das mache ich mal automatisch. Prognosen, entscheidender Sieg, okay. Verbleibende Streitkräfte, ja. 98%. Was kann ich hier für eine Stellung aussuchen? Was ändert das denn? Das ist halt für die AI-Schlachten entscheidend. Wenn du eine Schlacht verteidigen musst, ist natürlich eine defensive Stellung wichtig, weil du dann selbst weniger Verluste hast und der Gegner aber auch. Oder du nimmst eine aggressive Stellung, dann hast du mehr Verluste, dafür aber auch der Gegner. Also so in etwa. Kannst du dir das Nehme ich mal die ausgeglichene Stellung. Die tut's auch meistens. So, und das Schiff geht unter, das sehen wir hier schon mal. Ich glaube, das Schiff ist aber da ganz froh, denn endlich wird es gelöscht dadurch. Und wir haben einen Feind gefangen. Und der Feind hat 6 von uns getötet, also wirklich. Wie ging das denn mit 4 Leuten? Na gut, die Gefangenen werden natürlich getötet. Und ja, Gisco heißt unser Admiral. Ist hier schon in Rome 1, mein Admiral Gisco. Und der hat seinen Rang erhöht. Da werde ich mal schauen, was ich dem jetzt geben kann. Ja, Hingabe, Autorität oder List. Nehmen wir mal Kommandant wieder. Ich bin absolut für Kommandogeneräle. Hier kann ich ihm ja noch Sachen geben. Ich kann ihm ja noch im Haushalt was geben. Einen Heiler. Plus 1 auf Autorität. Wunderbar. Wusste gar nicht, dass das geht. Geht das bei den anderen auch hier nochmal? Ich muss nochmal kurz schauen. Entschuldigung. Ja, du hast übrigens, es gibt so einen Menüpunkt über der Radar-Map. Das ist, glaube ich, der 2. von links. Da siehst du direkt alle Generäle, wo du... Ja, ja, das... Ja, okay. Das weiß ich.
So, jetzt schaue ich mal, mit wem ich noch mich verstehe. Mit so gut wie gar keinem mehr. Epirus. Vielleicht versuche ich es nochmal mit denen. Wie wäre es mit einem Handelsabkommen? Dietrich, ja gut, dann lasst es halt. Ach ja, also ich bin echt mit jedem im Streit. Das geht gar nicht anders. Jetzt muss ich hier noch eine kleine Schlacht führen. Da vorne sind die Kessatana. Na gut, trotzdem. Hier, die Speere des Cesius muss ich noch erledigen. Aber auch hier ist es wieder so eindeutig von der Verteilung, dass ich es automatisch schlagen könnte, oder? Ja, ja, möchtest also die du? Ganz eindeutigen Sachen kannst du ruhig automatisch machen. Wir wollen ja noch ein bisschen vorankommen. Jawohl. Ha! Gewonnen haben wir schon mal. Jetzt hoffe ich nur, dass wir nicht viel verloren haben. Wie sieht's aus? 18 Mann verloren, na gut, das geht ja noch. Und die lieben Freunde hier 6, 2 und 10, die können mal wieder versklavt werden. Militärtradition, die Mauern von Byrsa. Die mutigen Männer dieser Armee haben schon viele Siege erlebt. Und so weiter, hatten wir ja schon. Jetzt können wir die auch noch upgraden. Und zwar geben wir ihnen die Tradition der Belagerungsexperten. Na, haben wir mal eine Belagerungsarmee. Aber das Banner, das ich nur zwischen zwei Bannern unterscheiden kann, das ist doch etwas enttäuschend, finde ich. Also, ich hätte mir schon gerne mehr Banner gewünscht, aber vielleicht geht das ja mit dem Wachsen der Armee. So, und jetzt könnte ich Katubar nochmal angreifen. Ich habe ja jetzt meine Belagerungsmaschine dabei. Und die Schlacht schlage ich dann auch nochmal. Belagerungsangriff. Genau. Sorry, dass ich jetzt hier fast zwei Runden lang in meiner Runde stecke, aber es sind halt so viele Schlachten, die sich jetzt aufgestaut haben. Ist kein Problem, aber die hättest du auch automatisch machen können. Aber wobei, eine Belagerung sieht dann halt auch nochmal ein bisschen spektakulärer aus, ne? Ich habe bei Belagerungen auch schlechte Erfahrungen, wenn ich nur ein Kriegsgerät mitnehme, dass wenn ich das automatisch mache, dass das dann irgendwie in die Hose geht. Deshalb wollte ich das jetzt schon nochmal machen. Das wäre natürlich schon wichtig dann. Ach, da habe ich jetzt 4 Leitern, oder wie? Ich habe doch nur eine gebaut. Oder besteht die aus 4 Stück? Interessant. Na gut, dann schauen wir mal. Gar nicht so klein, die Moment, Stadt. Ja, klar, wenn du eine Leiter baust, hast du immer 4 Stück dabei. Das ist ja perfekt. Ja gut, dann. Dann ist ja alles gut. Wobei, ich möchte gar nicht die Einheit an der Leiter haben. Ich möchte Hopliten an der Leiter. Oder was ist eigentlich besser, Schwertkämpfer oder Hopliten, wenn die auf so einer Mauer Schwertkämpfer sind auf der Mauer, glaube ich, schon besser. Wobei auch die Hopliten sind auch gut. Die haben ja auch ein Schwert mittlerweile. Also es ist nicht mehr so wie in Rome 1, dass die total verkacken, aber ja. Ja. Okay. Aber du bist so haushoch überlegen. Da wirst du das auch so schaffen. Gut, jetzt muss ich nur schauen, wo keine Türme sind, damit ich da keine Probleme krieg. Ja, aber da sind überall Türme, also von daher. Ja, aber das sieht ja schön aus, wenn ich das mal ganz kurz nur zeigen darf, hier die Stadt. Ja, so ein richtiges spanisches Dorf mit Strohhäusern. Das ist schon nochmal schön im Vergleich zu den Städten, die wir jetzt die ganze Zeit in Afrika hatten. Dass sie da auch das ganz unterschiedlich designt haben. Gefällt mir schon mal. Ja, ist auf jeden Fall cooles Design. Ich finde es auch schön, wie sie die Befestigungsanlagen gemacht haben, ne? Mit den Mauern und den Toren und dass es so in die Landschaft integriert ist und dass diese Städte so richtig da hineinwachsen quasi. Ja. Ja, jetzt sind meine Leitern unterwegs schon mal. Wollen ja ihre Arbeit tun und ich glaube nicht, dass das so ein Safe-Win wird hier. Wobei, das sind Plänkler da oben, ne? Okay, das sind Plänkler. Dann geht's ja noch. Ich hoffe nur, die setzen meine Belagerungsmaschinen nicht in Brand. Die wievielte Provinz ist denn das dann, die du, Region, die du dann einnimmst? Ist die vierte oder die dritte? Dritte, glaube ich. Ja, ist die dritte. Dann schon mal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Wenn ich sie denn einnehme hier. Ja, aber das wirst du dick geschaffen. Wenn du das sagst. Ja. Ich habe ja jetzt schon mal Verluste hier. Gegen die Plänkler.
Ja, aber die hast du halt auch nur noch jetzt. Jetzt hauen die Ja. Plänkler schon wieder von den Mauern ab, ne? Also Das ist ja klar. hol dir das Tor gleich, ne? Aber wem sage ich das? Wobei, ich kann eigentlich auch mit den anderen Einheiten die Leitern alle hochklettern immer. Glaube ich, das geht genauso. Ich meine, das geht. Ich meine mal, irgendjemand hatte gesagt, das ginge nicht, aber wir werden es ja jetzt sehen. Doch, natürlich geht das. Na, Das also, geht. ja, geht doch. Da weiß ich gar nicht, wer diesen Quatsch behauptet hat. War bestimmt Scipion, nein. Nee, es war ein anderer namhafter Total War Let's Player. Review Gamix? Nein, der Nee, nee, verzapft nee, keinen nee, Quatsch. nee, nee. Ich sag jetzt auch nichts mehr dazu. Niemanden denunzieren hier. Nee, nee. Boah, ich bin immer noch hier unter Beschuss, das gefällt mir doch mal gar nicht. Bisschen in den Schildwall gehen, vielleicht hilft der ja auch. Interessanterweise leckt es jetzt gerade leicht. Ja, bei mir auch. Wahrscheinlich hat mich einer in Teamspeak angeschrieben und ich merke es nicht. Na gut. Aber interessant ist, dass man hier nicht nochmal runterklettern muss von den Mauern, sondern dass das wirklich eine Ebene ist, ne? Ja. Das ist ja auch ein Holzerdenwall mit einer Stein. Ummauerungen oder wie auch immer man das genau nennt, Ja, aber. finde ich eigentlich schön, so ein Wall. Ja, sieht cool aus. Hatte schon immer so eine Vorliebe für solche Befestigungen. Weiß auch nicht wieso, gefällt mir einfach. So, und wir holen uns jetzt schon mal einen Victory Point hier. Der ist nämlich nicht verteidigt. Haha. Gleichzeitig sind wir jetzt hier schon im Kampf. Mit unseren tollen Einheiten. Also ich bin auch immer noch nicht so sicher, warum diese Victory Points eingeführt wurden. Also bei Rome 1 gab es die Piazza, ne? Das war ja irgendwie so klar. Du hast übrigens draußen noch eine Einheit libysche Speerkämpfer stehen. Ja, ich weiß. Ach ja, stimmt. Ich habe gedacht, es dauert wieder, bis sie die Mauern runterklettern. Dauert ja gar nicht. Ja, ich bin mir immer noch nicht so sicher, warum die dann so viele eingebaut haben. Also es ist halt schon so, dass die AI meistens halt bei diesen Dingern da campt, ne? Aber so effektiv macht sie das ja dann auch nicht, ne? Es ist irgendwie ein bisschen blöd. Ja, aber ich finde es eigentlich auch ganz praktisch. Also jetzt so Ja. zum Gewinnen. Ja, genau, eben, ja. Also für den menschlichen Spieler ist es natürlich praktisch, klar. Wir haben es halt nur nicht wirklich geschafft, dass sich die KI auch an diese Piazza-Geschichten hält. So, Recht beenden natürlich, da brauchen wir jetzt nicht noch weitermachen. 114 Verluste ist schon ein bisschen was, ne? Ja. Aber das waren vor allem die Schwertkämpfer, die Ja, ich halt im frontalen Charge verloren habe. das waren aber auch die Peltasten, die da noch Zeug auf dich geschmissen haben und so, ne? Ja, also es ist okay für mich. Für mich ist es okay. Reicht mir, weil ich jetzt dadurch die Stadt habe. Kartuba endlich. Wunderbar. Du bist mein, liebe Stadt. Jetzt kann ich sogar niederreißen. Unterwerfen. Plündern oder besetzen, ja. Genau. Ja, natürlich besetzen, oder? Ich besetze immer. So, der Stolz von Margo kann schon wieder abgegradet werden. Die Toretaner sind vernichtet, die Fraktion. Sorry. So, und jetzt müssen Nice, wir mal nice. schauen. Die GG. Details. Dankeschön. So. Können wir schauen, was wir mit dieser Armee machen. Können wir ja eigentlich zu einer treuen Verteidigerarmee machen. Tun wir das doch mal. Ich Dann mache haben wir schon hier mal eine meine Angriffs- und eine Forschung. Verteidigungsarmee. Jo, tu das. Technologie, da bin ich noch am Forschen. Gut. Ja, gut, Neu-Karthago lasse ich dann wirklich mal in Ruhe. Geh da mal nach Numancia vor, zu den Kessitanern. Ich hatte hier irgendwelche Meldungen vorhin. Ereignisnachrichten, genau. Fraktion angetroffen. Ägypten. Mein lieber Herr, Ägypten, ich habe dich entdeckt. Oh, wie hast du mich denn entdeckt? Eigenschaft erhalten und Siedlung erobert. So, dann gehen wir doch mal gleich in die Diplomatie hier. Wollen mal Ägypten anlabern. Seid gegrüßt, mein Wie Herr. wäre es denn mit einem Ich kleinen habe Dinge zu Handelsabkommen? erledigen. Und
Ja, das wäre schon. Wie wäre es mit einem Handelsabkommen zu beiderseitigem Nutzen, Ich hä? muss erst mal gucken, mit wem du hier überhaupt alles im Krieg bist. Du weißt ja schon, wenn ich ein Handelsabkommen mit dir annehme, dass ich dann schlechtere Beziehungen zu den Römern kriege, ne? Nee, ist Ja, okay, komm, können wir also die machen. Römer sind weit genug weg. Ist okay, machen wir. Haltet! Haltet den Mund und hört zu! Jetzt, da alles gesagt ist, spreche ich für den Pharao Horus. Wiederauferstehung Irgendwie und hat das danke mit für die dem Annehmen Zusammenarbeit. nicht Allen so heute Weisheit direkt verliehen. geklappt. Naja, okay. Hast du es geklappt? Nice. Jetzt hat's geklappt, ja. Ja, wunderbar. Das Coole ist, ich profitiere jetzt schon direkt davon. Du erst nächste Runde. Ah, dankeschön. Naja. Ja, ich hab zu danken. Ich hab zu Ja. danken. Oh, Die Flotte jetzt muss meldet ich sich, schauen, was Major. mache ich. Ich könnte auch nach Ebesus übersetzen, aber das ist, gehört nur zu Neu-Karthago. Das ist natürlich doof. Ich erwarte eure Befehle. So. Katuba. Was ist da? Da ist so ein rotes Zeichen. Dieses Gebäude steht eurer Fraktion nicht zur Ja, du Verfügung. musst es dann umbauen. Das heißt, ich muss jetzt umbauen hier. Kostet aber massiv Geld. Ja, das ist teuer, ja. Eieiei, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe ja gar kein Geld mehr. Wegen meinen teuren Armeen. So. Lapkiss. Lapkiss braucht uns doch eigentlich nicht, oder? Naja, warten wir mal eine Runde mit unseren Armeen. Dürften nichts überstürzen. Ja, okay, dann wäre ich so weit zu sagen, du darfst irgendwann auch mal wieder. Juhu, das ist freundlich. Ja. Da habe ich mich schon seit zwei Parts drauf gefreut, Pilo. Ja, habe ich mir schon gedacht. Dann würde ich mal sagen, bitte sehr und mach's nicht so lang wie ich. Ja, ganz schön frech, der Junge hier. Also, Paraitonion und Ammonion werden in zwei Runden rebellieren, so wie es aussieht. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Ich kann mir immerhin hier schon mal. Aha, was kannst du. Nee, ich hab doch noch nicht, nee, ich hab doch noch nicht von unserem Abkommen profitiert, stelle ich gerade fest. Haha! Wunderbar. Aber Dann ist alles ja, gut. ich brauche auf jeden Fall einen Ich bin der nubischen Schlächter der Seele. Veteran. Und der geht nächste Runde Ich hier spreche rüber. auf, mein Herr. So, dann holen wir uns noch einen Gen, denke ich. Andere Familie, andere Familie, andere Familie ist alles so mehr oder weniger identisch. Und für dich nehmen wir nochmal so eine Einheit Königliche Garde. Mein Herr, Dann gehst du hier beeilt rüber. euch, Männer! Ich Und erwarte holst mir mal noch ein weitere paar Befehle. Einheiten. Diese Runde gibt es nochmal ein bisschen was an Militär. Alles andere tut sich ansonsten nächste Runde. Ich bin eigentlich schon wieder fertig. Voll der Witz. Statt erweitern machen wir nächste Runde. Und ich schaue nochmal ganz kurz in die Diplomatie rein. Seid gegrüßt, ehrenwerter Aber Freund. wir haben nicht einen Fühlt. Kriegspakt mit denen, ja, stimmt ja. Ja, genau. Da habe ich ja einen Nicht-Angriffspakt mit denen. Wie sieht's denn? Ah, die scheiß Seleukiden, ich hasse sie. Aber gut, nächste Runde kann ich mir dann eine schöne Garnison hinstellen und dann. Ja. Ah, diese Deppen aus Sardis wollen mein Klientelkönigtum angreifen. Seid Aber willkommen die und wollen wahrscheinlich sprecht immer noch kein frei und Handelsabkommen, ohne ne? Angst. Okay, schade. Mit wem kann ich noch handeln? Sardis, Kidri. Ah ja, mit denen. Aber die wollen wahrscheinlich auch noch nicht handeln. Minus 10. Ach du meine Fresse. Nee, vergiss es. Okay, ich quicksave mal gerade. Und dann wäre ich eigentlich jetzt quasi schon Ich lebe, um fertig. dem Also Pharao ich glaube, ich zu muss auch nicht dienen. viel in der nächsten Runde machen. Vielleicht können wir ja dann, die Folge ist ja schon jetzt auch schon recht fortgeschritten, Ich lebe für einfach den noch Krieg. meine kurz machen. Ich glaube das nicht, dass das lange dauert. Ja, okay. Ach so, dann machen wir jetzt einen kleinen Cut und schneiden das Wechseln der Fraktionen raus. Oder sollen wir Genau. mal abwarten, was die Römer noch machen? Komm, das warten wir mal noch Ja, gerade warten ab. wir, haben schon. Sind Okay. schon fertig. Dann mache ich einen kurzen Cut an der Stelle. Bis Jo. gleich.
Jo, da sind wir wieder. Der Cut ist vorbei. Bei mir ist die Forschung Militärsiedlung abgeschlossen worden. Da habe ich eine technologische Weiterentwicklung erzielt. Und in Gadeira, die Stadt, die ich ja eigentlich erobern wollte, geht immer noch eine Seuche um. So. In Baetica leiden die Leute unter Lebensumständen. Ja, das ist, liegt daran, dass ich die Gebäude noch nicht umgebaut habe. Kann ich verstehen. Das nutzbare Land sollte vielleicht mal schleunigst umgebaut werden. In Randgebiete zum Beispiel. Auch in Afrika ist es nicht so schön anscheinend. In Karthago? Was? Was ist in Karthago los? Die Leute sind total unzufrieden. Minus 39. Woran kann das denn liegen? Naja, bald ist der geweihte Boden in Lepkis fertig. Vielleicht bringt das ja nochmal was. Oder ich baue einen Tempel. Woran kann das liegen? Ich habe eigentlich in Karthago nichts gemacht. Was geht darunter? Die Zufriedenheit. Minus 39 pro Runde. Ach so, nee, das ist jetzt nur für diese Runde, weil du eine Provinz erobert hast. Ist das immer so? Das ist immer so. Deswegen kriege ich nächste Runde in Paraitonion einen Aufstand wahrscheinlich. Okay. Und Syrakus und Epirus sind im Krieg. Hoffen wir mal, dass Syrakus irgendwie ein bisschen geschwächt wird. Dann können wir uns Syrakus vielleicht schnappen. Das Problem ist, Thapsus ist auch unglücklich, weil Libyen jetzt Thapsus belagert. Mit seiner Flotte. Und ich habe keine Armee in der Nähe. Natürlich toll. Was kann ich für Ägypten tun? Das ist die Frage. Soll ich dann noch eine Armee ausheben? Dann habe ich aber gar kein Geld mehr. Ansonsten, was soll ich dann machen mit Thapsus? Ne? Für was jetzt? Ja, wie soll ich denn Thapsus jetzt verteidigen gegen Libyen? Thapsus erstmal fallen lassen? Ich sehe es leider nicht. Ja. Also, die öffentliche Ordnung ist jetzt nur diese Runde bei minus Pound 30. Nächste Runde wird das wieder besser, ne? Aber ich kann leider halt gerade, ich sehe deine Provinzen nicht, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Also, bevor du irgendwie, bevor du dich jetzt finanziell ruinierst, würde ich es mir halt mal überlegen, ob sich das dann halt wirklich für dich lohnt, die Siedlung zu halten. Aber das musst du natürlich selbst wissen, ne? Ja, es wäre eigentlich schon gut. Wir könnten jetzt erstmal den Kessitanern den Krieg erklären. Dann haben wir ein bisschen mehr von Spanien. Können unsere Armee ein bisschen besser nutzen. Deren Verbündete wie Visca und Cantaber. Naja, das ist mir egal. Oh, da ist sogar eine heftige Armee drin. Alles klar. Aha, ja, und die ist, glaube ich, sehr heftig. Hehe. Vielleicht sollte ich da vielleicht doch wieder weg. Müsste sonst die Schlacht sofort schlagen, Belagerung vielleicht mal abbrechen. Außerdem geht die in der Runde ja nicht mehr, ne? Welche? Wir müssen ja, die Belagerung. Ach so, da also, kriegen wir jetzt keine Belagerung mehr hin. Ne, wir sind bei 26 Minuten. Ja, dann, kann ich ja vielleicht mal quicksaven. Ne? Ja. Und ich mache einen Speicherstand. Sehr schön. Und dann können wir uns eigentlich verabschieden, ne? Ja, im Grunde können wir uns verabschieden, ne? Okay. War wieder eine lange Runde, ne? Ja, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart und durchgehalten habt. Und ich hoffe, euch haben die ganzen Schlachten gefallen. Mir haben sie auf jeden Fall gefallen. Und wir freuen uns über jede Unterstützung, Kommentar, Daumen hoch, sonstiges. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete. Jo, ciao.